So, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle gesund. Und ja, ich möchte jetzt für euch mal wieder schauen, was im September für euch los ist. Den August haben wir jetzt quasi rum. Und ich bin schon ganz, ganz gespannt. Es waren sehr viele Energien jetzt im August unterwegs. Von himmelhoch jauchzend bis in sich gekehrt, verarbeitend, sind viele Sachen passiert, sicherlich bei euch auch, die einen zu denken gegeben haben, wo man Rückschlüsse drauf geschlossen hat, wo man Änderungen herbeigeführt hat, selber vor allen Dingen auch. Und also ich habe da ganz, ganz viel, es war sehr viel Energie, sowohl als auch unterwegs. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir sonst auch noch mal berichten, was bei euch so los war oder was ihr verarbeitet habt. Ich habe jetzt heute, wir machen gleich einmal, stimmen wir uns klangmäßig ein bisschen ein. Ich habe hier zwei wunderschöne Klangschalen und das eine hier die kleinere, das ist der Mondknotenverlauf, das ist ein Hopi-Herzton ist das. Bei dem weiß ich das, das ist ein bisschen dunkler, die hört sich aber auch sehr, sehr schön an. Alle Schalen hören sich ja unterschiedlich an. Ich nehme sie heute jetzt mal beide mit rein. Und ich habe heute wieder das Orakel der Sinne mit dabei. Ich habe das schamanische Traumorakel dabei. Ein Krafttier für euch jetzt für den September. Ich habe heute auch mal wieder die Engelskarten dabei. Engelsnachrichten. Die Akasha-Chronik nehmen wir heute mit rein, habe ich entschieden. Die Sanssouci Cards habe ich wieder mit dabei, die Lenormands habe ich dabei. Ich hole mir dann sonst zwischendurch nochmal Inspiration auch vom Tarot, die lege ich aber jetzt hier nicht aus. Und dann eben, was allgemein angesprochen werden soll, so wie ihr es von mir auch kennt. Diejenigen, die meinen Kanal noch nicht kennen, ganz herzlich willkommen. Ich würde mich darüber freuen, wenn euch das gefällt, was ich hier tue, dann abonniert den Kanal. Er wächst ständig weiter. Auch meine Abonnenten, die bisher mir treu geblieben sind, machen nochmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Und am Ende des Videos werde ich, oder am Ende eures Videos, ja, ich möchte diesmal noch eine kleine Verlosung mitmachen, weil ich glaube, dass ihr das verdient habt. Lasst euch da überraschen, das werdet ihr aber dann sehen, das stelle ich dann jeweils vor. Dazu im Vorweg braucht ihr nur Abonnent meines Kanals zu sein oder auf jeden Fall einen schönen netten Kommentar reinschreiben für mich. Und ja, alles Weitere erkläre ich dann. Ja, ich würde sagen, ich ziehe jetzt gleich schon mal vor, so wie ich das bisher auch gemacht habe, weil mit dem Ziehen selber, das spult ihr meistens sowieso vor. Das ist ja für euch relativ langweilig. Das mache ich jetzt für euch. Für jedes einzelne Sternzeichen natürlich. Ich habe das jetzt auch schon immer so gemacht, dass ich sie aufgedeckt direkt habe und mir dann praktisch auch einen besseren Gesamtüberblick verschaffen kann. Ich bin mega gespannt, was jetzt für Energien reinkommen für den September. Das Universum wird mich dabei unterstützen und ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich mal sagen, kehren wir, lehnt euch zurück, ganz kleinen Moment innehalten, sammelt euch, schließt die Augen dabei, lasst das auf euch wirken, den Ton. Und ja, kurz danach sehen wir uns dann auch gleich wieder, meine Lieben.
Namaste. Ja, ich fand das sehr schön. Ich habe verschiedene Energien wahrgenommen. Auf der einen Seite noch etwas, ja, ich will nicht aggressiv sagen, aber also auf der einen Seite aufmunternd, lebensbejahend. Auf der anderen Seite, ich will nicht sagen betrübt, aber so ein bisschen kämpferisch. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. So ein bisschen Spannung habe ich gespürt. Und aber auf der anderen Seite nachher auch wieder dieses Runterkommen, sich zu sich selber ankommen. Ich bin mal gespannt. Ich ziehe jetzt für euch ja die Karten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine lieben Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten, Venus, je nachdem, wo ihr, für was ihr jetzt praktisch hier guckt. Ich ziehe jetzt gerade noch mal die letzten Hinweiskarten hier. Sieht aber schon mal sehr gut aus und auch sehr positiv. Kann ich nicht anders sagen. Also ihr habt eigentlich einen relativ schönen Monat für euch. Werdet ganz, ganz viel Glück haben. Das ist hier jetzt nochmal gefallen. Ich glaube, die Einschränkungen, die hier angesprochen werden, naja, da komme ich jetzt gleich zu. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier noch Hinweise bekomme aus dem letzten Deck hier. Nämlich immer so viele Karten, dass die sind immer ein bisschen schwer zu mischen für den Wassermann hier bitte. Ich muss das mal getrennt machen jetzt, das sind mir zu viele auf einmal. Alles, was jetzt noch rausfallen will. Ja, es wiederholt sich hier. Ganz, ganz viel Glück nächsten Monat, muss ich wirklich hier sagen. Also ich habe hier ein Glückding nach dem anderen. Gemeinschaft da, das deckt sich hiermit wieder. Glücksrad, Glück, Glücksklee, Blumenstrauß. Ihr werdet ganz viel lernen oder habt die Möglichkeit, ganz viel zu lernen und auch Ideen zu haben nächsten Monat. Also es sieht alles wirklich relativ gut aus. Diese Einschränkungen hier, das sind bestimmte Sachen, die euch noch nicht so bewusst sind. So bekomme ich das auf jeden Fall rein. Also lernen, Ideen habt ihr nächsten Monat jede Menge. Das Glück ist definitiv auf eurer Seite. Das habe ich hier dreimal bestätigt. Guck dir das mal an, hier das Glücksrad, ne? Das richtige Timing. Das heißt, ihr passt praktisch die richtige Zeit dafür ab. Es trifft jetzt praktisch eine Wende ein oder es tritt eine Wende ein. Alles wird gut. Nicht mit kleinen Dingen zufrieden geben. Das Glücksrad, das Glück ist bei vielen von euch auf eurer Seite. Ihr werdet glückliche Momente haben, ihr werdet ein glückliches Händchen haben. Es stehen definitiv Veränderungen ins Haus. Also das bestätigt mir das hier auch nochmal, auch was eure Pläne angeht. Hört auf euer Bauchgefühl. Hat auch ein bisschen damit zu tun, die Entscheidung letzten Endes bekomme ich so vom Gefühl herein, liegt bei euch. In ein paar Sachen, also ihr sollt euch auch ein bisschen mehr kollektiv, alles was mit Gemeinschaft zu tun ist, mit Menschen zusammentun oder diese Nähe auch wieder suchen, finde eben eine Gemeinschaft, die dein inneres und äußeres Wesen nährt und fördert. Wodurch kannst du wachsen? Hierdurch wirst du ganz viel Wissen erlangen, dass auch das hier ist doppelt bestätigt. Hört auf euer Bauchgefühl, achtet auf eure Träume finanziell, tiefgehende Gefühle und auch finanziell werdet ihr Glück haben. Also hier kommen gute Nachrichten rein, da könnt ihr auf jeden Fall drauf hoffen. Auch wenn ihr jetzt eine Geduldsprobe hinter euch habt
oder schon eine Weile auf irgendetwas wartet, dann für mich sieht es so aus, dass das jetzt kommt. Das andere, was ihr hier nicht seht oder ganz bestimmte Sachen, da schaut ihr noch nicht so ganz genau hin, das sind diese Angst. Und das hat mit eurem Bauchgefühl irgendwas zu tun. Ihr habt noch vor irgendetwas Angst oder irgendetwas hält euch hier zurück, weil die dunkle Ecke spricht immer von Scham, Reue oder von Angst, Bestrafung oder man verdrängt bestimmte Sachen. Ist so ein bisschen Seelenschmerz. Und ich glaube, das geschieht aber nur in eurem Unterbewusstsein, dass da seid ihr euch noch nicht so ganz, ja, im Klaren drüber. Und das schafft bei euch auch noch dieses Gefühl, man ist noch eingeschränkt. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, ne? Also, ihr habt eine sichere Ausgangsposition. Wir haben hier als Krafttier für euch den Salamander, die Feuerkraft. Feuer, Flamme, Licht. Entfache das geistige Feuer deines Seins, lasse dein Licht funkeln, leuchten und strahlen. Und von den Engeln haben wir auch noch den Engel des Glücks. Also ich meine, euch werden sich ganz viele Möglichkeiten bieten, wirklich Wünsche, Träume in Erfüllung gehen, wo es endlich vorwärts geht, wo auf einmal Geld, was die ganze Zeit nicht kam, plötzlich wieder reinkommt. Vielleicht hat das nachher auch ein bisschen damit zu tun, wenn der Merkur nicht mehr so rückläufig ist. Momentan fühlt ihr euch eventuell auch noch ein bisschen eingeschränkt. Der September, aber wie gesagt, fängt ja jetzt dann auch erst an. Wir alle wünschen uns Glück, Zufriedenheit und Liebe. Warte nicht darauf, dass andere dich glücklich machen, sondern beginne dich selbst zu lieben, so wie du bist. Dann wirst du auch dich selbst und deine Mitmenschen glücklich machen. Dein Engel hilft dir dabei, alte Enttäuschungen zu vergeben und falsche Erwartungen loszulassen. So wird das Glück stets bei dir sein. Und ich glaube, das hat auch hiermit was zu tun. Diese Entscheidung trefft ihr selber. Ihr habt aber jetzt im September, also extremer Hinweis darauf, sage ich mal, diesen Mangel auch hinter, diese Entbehrung, dieses Hin- und Hergerissensein und wann geht es endlich weiter und warum und wieso und weshalb. Ihr habt ganz viele Ideen und ihr dürft hier ganz viel Wissen ansammeln. Ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl hier, ne, hier wird eine Lunte angezündet, so habe ich das Licht geht auf. Ihr habt Ideen, wie es weitergehen kann, die vorher nicht da waren. Glückliche, ja, wie so ein zündender Funke. Ob ihr die jetzt dann gleich umsetzt, ne, das steht auf dem anderen Blatt, aber ihr werdet sie haben. Manchmal täuscht man sich ja auch in ganz bestimmten Dingen, ne? Das ist so ein Wunschdenken. Passt bitte auf, dass ihr euch da nicht zu sehr beeinflussen lasst durch irgendetwas oder sich das selber schönredet. Ihr habt auf jeden Fall eine sichere Ausgangsposition. Ihr könnt diesen positiven Verlauf, sag ich mal, selber beeinflussen. Wachstum ist hierbei. Wenn da momentan noch finanzieller Engpass ist oder irgendeine Unsicherheiten in irgendeiner Weise, dann stürmt jetzt nicht drauf los, obwohl ihr die Feuerkraft habt. Ihr sollt euer Licht wieder funkeln lassen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, einfach auch die Zeit, euch genau zu überlegen, was ihr müsst, wenn ihr praktisch Glück habt und dieser finanzielle Engpass, Krise oder irgendwas, was ihr praktisch habt, zu überwinden, ne? Und das hat auch was mit langfristigem Erfolg einfach auch was zu tun. Ihr habt die Chance und ihr habt hier mehrere Chancen nächsten Monat etwas zu unternehmen, zu wachsen, mit Mut und Kraft loszulegen, aber hört wie gesagt auf euer Bauchgefühl. Das habe ich hier auch direkt in der Mitte liegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Vertraut eventuell hier auch aufs Kollektiv, das heißt auf die Gemeinschaft, also Gleichgesinnte, ne? Denkt vielleicht auch noch mal zurück an die Vergangenheit. Anders gesagt, was bringt ihr mit? An Erfahrung, an Wissen, was habt ihr erlebt? Da kann ruhig noch mal geschaut werden. Dann kann auch sein, dass diese dunkle Ecke hier wieder auftaucht.
was ihr vielleicht bis jetzt beiseite geschoben habt, verdrängt habt, aber dieses Wissen oder diese dunkle Ecke, man sagt immer so dunkel dazu, das sind manchmal einfach Erkenntnisse, die man bekommt und sagt, wozu, wofür habe ich mich jetzt gegeißelt die ganze Zeit, oder man hat empfindet Schuld für irgendetwas oder man hat einen Fehler gemacht und das schleppt man dann jahrelang mit sich rum, um anstatt sich einfach dafür zu verzeihen, weil wir sind ja alles nur Menschen, versteht ihr mich? Ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, das wird euch dann klar werden. Wichtig ist, dass ihr euch jetzt diese Ruhe gönnt. Ihr habt jetzt auch Zeit, euch das Ganze in Ruhe anzugucken. Die Zeit läuft euch nicht weg. Das Glück ist auf eurer Seite. Die Engel sind auf eurer Seite, Veränderungen herbeizuführen. Euch von den nervlichen Belastungen vielleicht auch der letzten Zeit etwas zu erholen. Also hier darf, glaube ich, auch so ein bisschen was gehen. Aber auch hier werdet ihr Glück haben. Wie soll ich das ausdrücken? Also das ist, glaube ich, so ein Rundum-Paket hier, was ihr hier bekommt. Also ihr habt die Möglichkeit, das selber zu entscheiden, wie es bei euch weitergehen soll. Ihr werdet in ganz vielen Belangen hier auch wirklich das Glück an eurer Seite haben. Die Engel sind auf jeden Fall dabei. Selbstliebe, die dunklen Sachen gehen zu lassen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich da noch zu sagen soll. Also das ist wirklich so ein Rundum-Paket hier. Aber eben auch sehr, sehr positiv. Und ihr habt das praktisch in der Hand, ne? Versteht ihr? Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also es sieht alles sehr, sehr gut aus. Gemeinschaft, Kollektiv. Es wiederholt sich hier teilweise 2 bis 3 Mal. Also ja, es wird alles gut, meine lieben Wassermanngeborenen. Ich bedanke mich bei euch und ach so, denkt bitte daran, noch den letzten Teil vom Video zu gucken. Da geht es nochmal um ein Gewinnspiel. Einige spulen ja dann immer vor oder ziehen sich dann nur bestimmte Dinge raus und übersehen das dann womöglich. Also schaut bitte nochmal in den letzten Teil rein, wenn ihr Interesse daran habt. Bis dann, meine Lieben. Ciao. So, meine Lieben, jetzt kommen wir mal zur Verlosung. Und zwar, was gibt es zu gewinnen? Ja, ich habe jetzt hier 4 Preise. Das werde ich jetzt auch in Zukunft immer öfters auch mal so zwischendurch machen. Ich habe jetzt hier 4 Preise ausgewählt. Und zwar habe ich einmal den 4. Preis. Und zwar ist das ein Anhänger, Schlüsselanhänger mit dem Buchstaben eurer Wahl bzw. eures Namens oder eures Partners oder Kindes, je nachdem. Könnt ihr euch aussuchen. Ich habe auch Zahlen praktisch da von 1 bis 0, sag ich mal. Hier habe ich selbst gegossen. Gut, die Farbe müsstet ihr natürlich dann gerade so nehmen, wie sie jetzt gerade hier liegt. Ich zeige euch das nochmal vielleicht ein bisschen von nahen. Also mit Glitzer hier mit drin, das A jetzt hier zum Beispiel. Ne? Also ich bohre dann da ein Loch durch, habe die selber gegossen. Werden natürlich dementsprechend fertig gemacht und dann kommt da ein Schlüsselanhänger mit einem Ring praktisch dran. Und ja, da könnt ihr mir dann oder braucht mir dann derjenige nur zu Bescheid zu sagen, welchen Anfangsbuchstaben oder welchen Buchstaben oder Zahl er haben möchte. Dann der 3. Preis, den ich auslöse, ist diese wunderschöne Halskette. Auch in Epoxidharz mit einem V. Den habe ich auch selber gemacht, diesen Anhänger. Die Kette ist quasi mit dabei. Anhänger, wenn euch jetzt der nicht gefällt, könnt ihr auch noch einen anderen Ring drum machen. Das ist überhaupt kein Problem, auch eine andere Kette dran machen. Aber die Kette jetzt hier, die ist in Weiß, ist praktisch mit dabei. Ja, Platz Nummer 2 ist diese schöne Kette hier.
Und zwar ist die auch handgefertigt von mir. Einzelstücke, sind alles Einzelstücke. Und da ist praktisch Perlmutt mit eingearbeitet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr es in der Kamera jetzt sehen könnt. Aber ich gucke mal, dass ich es noch ein bisschen dichter rankriege hier. Dass die Kamera das noch mit einfängt. Zwei Glitzersteinchen mit drinne. Die Blumen, die hier mit drinne sind, sind echt. Und dann, wie gesagt, Perlmutt mit drinne. Auch die Gräser, die drinne sind, sind echt. Ist also kein Plastik oder irgendetwas. Und dann eben in Epoxidharz, ja, eingeschlossen. Kette ist auch mit dabei. Platz Nummer 3 für alle, die mitmachen möchten. Ja, und der erste Platz ist, ich habe lange hin und her überlegt, aber das andere werde ich das nächste Mal mit reinnehmen, und zwar eine 30-Minuten-Legung eurer Wahl, entweder einen kurzen Überblick oder ihr habt eine ganz bestimmte Frage, die ihr mir natürlich dann mitteilt. Auslosen werde ich das dann mit der nächsten Legung bzw. nächsten Monatslegung, solange habt ihr auch bis dahin Zeit. Und ja, ich hoffe, es freut euch. Ne? Ist mal was anderes. Man muss ja auch manchmal wieder ein bisschen Pep mit reinbringen für diejenigen, die gerne teilnehmen möchten. Ja, schreibt mir einen netten Kommentar in die Kommentare, dass ihr mitmachen wollt. Also das solltet ihr schon dazu schreiben, weil ich kriege ja auch noch andere Kommentare. Das heißt aber, ihr schreibt praktisch bitte mit rein, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Und ja, dann kann ich euch eigentlich nur ganz, ganz viel Glück wünschen. Alles andere machen wir dann zu gegebenen Zeitpunkt. Und bin schon ganz gespannt, ob ja das was für euch ist. Das könnt ihr mir natürlich auch kurz reinschreiben. Und dann bedanke ich mich und dann viel Glück an alle.